Spannung hier im Haus und auch der nächste Mann ist unter Strom. Wir nennen ihn liebevoll Mr. 12 Volt, weil man manchmal das Gefühl vermittelt bekommt, dass das Prickelndste in seinem Leben eine Flasche Mineralwasser ist. Medium. Dann sagt er aber Sachen und du denkst, das hat er nicht gesagt. Doch hat er. In seinem neuen Programm hat der Wahnsinn keine Grenzen, vor allem sein eigener. Hier ist er, Paul Panzer! Hey, danke schön. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Freunde. Danke schön. Oh, herzlich willkommen, die besten Comedians Deutschlands. Ja, man soll immer mit einem Gag anfangen, habe ich gelernt. Nein, das ist Wahnsinn, ne? Ich bin ja eher so einer von den Älteren, also von den ganz Alten. Und es ist ja Wahnsinn, ne? Wie viele neue Leute es gibt, die dann lustig sind. Und ich freue mich dann immer. Aber ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, weil ich die wenigsten kenne, weil ich mich nicht mit allem beschäftige. Und dann treffe ich dann hier hinten Leute und denke immer so, und wann bist du dran, wann bist du dran? Und dann so, ja, ich räume das Geschirr weg. Ach so, ja. Und dann, ja, immer so ein schlechtes Gewissen, ne? Keine Ahnung. Dabei können wir das richtig gut, ne? Wir sind also lustige Leute. Deutschland ist so ein richtiger Exportschlager. Ja, so wie früher die Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald oder die Messer aus Solingen. Wart mal ab, noch 10 Jahre, dann kommen die großen Container, werden über See geschifft und dann heißt es, ah, hier, die Lustigen, komm, mach auf. Dann wird die Liste durchgegangen, hier, guck mal hier, 30 aus Köln, 15 aus dem Ruhrgebiet, Bayern wieder keiner dabei. Ja, das geht's richtig, da wird richtig Gas gegeben. Ja? Ah. Ich beschäftige mich gerade persönlich mit der Apokalypse, ne? Weil der Mensch hat seinen Zenit schon weit überschritten. Sehe ich nicht nur bei mir morgens im Spiegel, insgesamt. Ja? Und einer der großen Probleme, die wir haben, ist Konsum. Ja? Verrückt, will man gar nicht glauben. Konsum, kaufen, Sachen. Ich kaufe, also bin ich. Und das Ganze befeuert durch dieses ganze Internet, TikToks, Instagram und die ganzen Influencer, die uns jeden Tag vorleben, was eigentlich gut ist. Ja? Ich fange jetzt nicht an mit weniger ist mehr, aber weniger ist mehr. Nur dieses Bewusstsein dafür muss man natürlich erstmal wieder schaffen. Und ich bin kein bisschen besser als ihr, im Gegenteil. Ja? Ich bin auch Konsument. Ne? Und dann haben sie uns ja vor Jahrzehnten noch diese Globalisierung untergejubelt, ne, wie dem Homo erectus im Blinddarm. Und jetzt ist es zu spät. Ne? Jetzt kaufen die ganzen Dreck aus China, Klamotten bei Kick aus Taiwan, können selber nichts mehr. Made in Germany, das war mal richtig, du, jetzt mittlerweile ist eine Drohung. Ne? Demnächst schicken uns in Amerika die Serienkiller die Messer zurück, weil sie nach dem Griff abbrechen, weil wir selber gar nichts mehr machen. Wir machen doch nichts mehr. Dichter und Denker. Nein, wie gesagt, bin ja kein bisschen besser. Kennt ihr dieses Amazon? Fatal. Ich nutze das auch kaum, aber meine Familie, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Hilde, meine Frau Hilde, meine Tochter Susaska, mein Sohn Bolle, als gäbe es keinen Morgen. Ich kann das nicht beweisen, aber ich glaube, der Postmann hat einen Schlüssel von unserem Haus. Ja. Ich konnte es bisher nicht belegen. Ich habe manchmal wirklich Angst. Dann komme ich nach Hause und denke, oh, und jetzt bitte nicht. Jetzt kommt er von oben und sagt, ich habe schon alles im Schlafzimmer eingeräumt. So, das, wo ich Angst vor habe. Wir müssen damit aufhören. Ne? Kaufen, kaufen. Ich bin in die Bestellhistorie reingegangen. Nur mal ein Beispiel. Meine Frau hat letztes Jahr 7 Staubsauger gekauft. 7 Staubsauger. Weil es nur noch Scheiß ist, weil es nur noch Plastikdreck ist, weil es nicht mehr repariert werden kann. Ist kaputt, bevor der Beutel voll ist, wenn es überhaupt einen Beutel hat. Und dann rede ich mit meiner Mutter und dann sagt sie, ja, ich habe noch immer meinen ersten Vorwerkstaubsauger, den ich damals... Kennt ihr noch diese Vorwerkstaubsauger? Ne? Das war noch Qualität, ne? Diese elfenbeinfarbenen mit dem riesengrünen Sack. Das waren ja... Deswegen haben die Frauen ja früher, die hatten ja so einen Bizeps wie meine Mutter. Weil die das Ding aus dem Keller hochgeschleppt haben. Und heute die Mädchen, oh, alle nur mit dem Swiffer, mit dem Swiffer, mit dem Swiffer.
Alles so dünne Modelhändchen, aber meine Mutter, so ein Oberarm. Das war Qualität. Das waren ja Aufsitzsauger. Da konntest du mit 3, 4 Leuten drauf. Dann hast du Stufe 1. Alles aufgesaugt. Ne? Brote, Krumel, Felgen, Kleinkinder, Gelege, alles. Stufe 2. Konntest du Parkett mit anheben, wirklich, wenn das dann mal sein musste. Ne? Und Stufe 3 war dann rein Bauschutt, aber das hat man kaum gebraucht. Aber die Dinger konnten noch was. Das war Qualität. Wann haben wir damit aufgehört, Freunde? Wann haben wir angefangen, Müll zu kaufen? Wir haben es vergessen. Meine Kinder, komme ich nach Hause, lag so ein kleines Päckchen im Vorgarten. Hatte wahrscheinlich den Schlüssel vergessen und dann da reingedrückt. Ich schon gesehen, Absender Schinner. Muss ja normal eine klare Auskunft drauf sein, ne? Postgesetz, erkennst du ja nix. Kann auch einer ein Mohnbrötchen über dem Klebestreifen gegessen haben. Du erkennst keinen Unterschied, ja? Ich auf jeden Fall, denke ich, komm, nimmst du mal. Mit rein. War relativ klein. Ne? Ich hatte nichts bestellt, das wusste ich. Von meiner Frau konnte es nicht sein, dafür war es zu klein. Pack das Ding aus. Nochmal eingepackt, okay, pack's nochmal aus. Nochmal eingepackt. Am Ende hatte ich ein kleines, durchsichtiges Acrylglasschächtelchen in der Hand. Und darin waren 2 Wimpern. Wer zur Hölle kauft künstliche Wimpern in China, 8000 Kilometer entfernt, Millionen von Liter Schiffsdiesel verbraucht, damit der Scheiß hier hinkommt? Was? Wer kauft sowas? Ich habe mich total erschreckt. Ich dachte, wäre in einem Horrorfilm so, oh, wir haben deine Frau, hier sind die Wimpern, morgen kommen die Augen, du, jetzt. Total erschreckt, Wimpern, künstliche Wimpern. Oh Mann, Freunde, echt. Ich dachte nur, lieber Gott, lass es nicht mein Sohn gewesen sein, der die... Oh, so war es gar nicht gemeint. Ja, jetzt... nein, so war es nicht gemeint. Nein. Jetzt, wo du... Jetzt kapiere ich das erst, wo du... Nein, so war es... Soll er ja, aber... Ja. Nein. Nur, wo soll er sich sie hinmachen, die Wimpern? Nein. So. Ganz kurzes Statement als Einschub. Ich habe noch nie Menschen danach beurteilt, welche Hautfarbe sie haben oder welche Gesinnung. Ich beurteile Menschen nur noch 2 Dinge, nämlich nach Arschlöcher oder Nicht-Arschlöcher. Mehr gibt's da nicht. Mehr gibt's da nicht. Mehr Spielraum gibt's da nicht. Wimpern. Künstliche Wimpern. Wahnsinn. Muss also meine Tochter sein. So Saskia. Und bei der komme ich im Moment eh nicht weiter. Ich vermute ja Vertauschung als Kind. Auf der Wöchnerinnenstation, so hieß es früher. Hat ihr Zimmer im Keller, ne? Aber schön gemacht, Souterrain. Mein Sohn ist erster Stock. Ich also ein bisschen wütend auch im Keller rein und gesagt, hier, hallo, Fräulein, was ist das? Sie lag mal wieder gelangweilt auf dem Bett, ne? Mit dem Handy, hatte Gesichtszeit mit ihrem Freund, hat ja neun, wo du den anderen siehst und er sieht dich auch, so Gesichtszeit, ne? Oder Hackfressen-Timeout, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall hatte sie... Gerade ein Gespräch mit ihrem neuen Freund. Hat einen neuen Freund, einen Russen, Miroslav. Und daran seht ihr, und danach seht ihr ja, wie entspannt ich bin. Ne? Ich hab nichts gegen den, nur wenn er kommt, mache ich die Heizung aus. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen Zivilcourage muss noch sein. Ich sag, Fräulein, hallo, was ist das hier? Ah, meine Wimpern. Ich sag, ja, wo kommen die denn her? Hä? Ich sag, wo kommen die denn her?
Na, Amazon. Na, wo kommen die eigentlich her? Hä? Boah. China, Fräulein. Wuhan, 8000 Kilometer entfernt. Scheiß künstliche Wimpern. Und dann, oh, guckst du wieder so genervt. Ich habe gesagt, ich sehe genau, dass du die Augen verdreht hast, Fräulein. Ja, dann gib mir die Wimpern, dann siehst du es nicht. Ja. Vielen Dank, Freunde, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön. Nee, bleib mal schön da. Der einzigartige Paul Panzer. Danke. Paul Panzer. Noch mal einen halben Meter nach vorne. Da kommt noch ein bisschen, wo wir jetzt hier unter uns sind. Wo bist du denn am 1. September? Weg. Ja. Du bist am 1. September on Tour mit den besten Comedians Deutschlands in Hannover. Paul, wo bist du denn am 1. September? Nee, wirklich? Ja, ja. Ach so, ja, ja, ich bin... Wo ist denn mein Management? Nein, nein, ich hab's schon gehört. Ich bin mit dabei. Yeah! Am 1. September in Hamburg? Hannover! Hannover! Ja, es wird immer besser. Hannover! Paul Panzer! Danke, Freunde. Vielen Dank.